Hallo, grüß euch, ich bin der Stefan Treuer, Wohnbauberater bei der Linzer Sparkasse in der Geschäftsstelle Nussdorf-Gewand. Und heute schauen wir uns ein neu errichtetes Wohnhaus von einer Kunden von mir an. Ja, hallo Silvia, hallo Lukas. Hi Stefan. Hallo. Servus Stefan. Geht's euch gut? Wohl, ganz gut. Danke. Fein. Schön, ob es gerichtet da. Wohl, ist recht gut geworden. Haben wir selber erfreut. Viel weiter gegangen ist, als das letzte Mal da war. Ja, Fassade war fertig. Können wir gleich vorne am Rund. Machen wir keinen Rundgang, ja? Gerne. Okay, da befinden wir uns jetzt dann wahrscheinlich auf der Terrasse noch und auf der zukünftigen. Genau, das wird unsere Terrasse. Da werden wir sitzen, die schöne Aussicht genießen. Unten haben wir dann unseren Garten, haben wir mit Gemüse und der Spielplatz für die Kinder dann. Ah, okay, super, ja. Wie viele Quadratmeter habt ihr insgesamt? Insgesamt 80 Quadratmeter. 180. 180, denke ich mal. 180. Ja. Und dann draußen eben noch Garage und Carport für je zwei Spielplätze. Mhm. Ist uns unter Keller da? Nein, Keller man kann. Erdgeschoss und erster Erdgeschoss Stück. Und da haben wir dann die Küche. Dann noch feinen Kuchen auch zum Erholen wieder vom Tag. Da kommt der Essbereich dann hin, oder? Ja, genau. Ja, genau. Dann eine Sitzecke und Dings und alles. Genau, groß genug, dass man in geselliger Runde dann zusammensitzen kann. Perfekt, ja. Dass man richtig dann genießen kann und auch jedem sagen kann, was ein schönes Haus man hat. Ja, sehr viel Arbeit da. Steckt sehr viel Arbeit da drinnen, gell? Ja, genug. Okay, jetzt im oberen Stock, da werden noch die Schlafzimmer kommen wahrscheinlich. Genau, das sind eben die drei Kinderzimmer. Mhm. Mit dem Kinderbad und dann zwei Badezimmer. Zwei Badezimmer, ja. Perfekt, da haben wir ein kleines mit 8 und dort mit 12 Quadratmeter. Eben da hinten fängt dann unser Reich schon an bei der Tür mit großem Schrankraum, dass ich mein ganzes Grund unterbringe. Das wäre halt eh nicht so viel. Genau. Ja, und zum Schluss vor am Ende, was war im Nachhinein so die größte Challenge? Wir sind ja aus Kärnten und wir haben eigentlich mehrere Banken abgefragt und eine Freundin von mir hat dann gesagt, dadurch, dass ich in Osttirol arbeite, hat gesagt, schau da mal die Banken in Osttirol an. Und wir waren eigentlich mit dem Stefan auf dem Tag auf drei unterschiedlichen Banken und der Lukas und ich, wir sind dann nach dem Banktermin einfach rausgegangen und haben gedacht, das ist der richtige Bankberater, einfach für uns, dynamisch, flott. Und der entspricht einfach unseren Vorstellungen und nicht so wie die anderen, die was einfach festgefahren ihrer Struktur, ihrer alten beibehalten. Glaub an dich. Jetzt teilnehmen und gewinnen. Wir verlosen Gutscheine von Tiroler Meisterbetrieben im Wert von 10.000 Euro.